Tagesstart, Stand-up-Meeting, Morning-Huddle oder 5-Minuten-Besprechung. Die Sprachverwirrung kennt keine Grenzen. Aber Kommunikation und Zusammenarbeit im Team ist alles im Shopfloor-Management. Damit diese Kurzbesprechungen sinnvoll durchgeführt werden und nicht nur eine lästige Pflichtveranstaltung sind, gibt es ein paar Tipps und Tricks, die Sie beachten sollten. Und die verrate ich Ihnen jetzt in diesem Video. Los geht's! Ich grüße Sie, mein Name ist Axel Schröder und ich beschäftige mich seit rund 25 Jahren mit der Optimierung von Unternehmen. Ein ganz essentieller Teil des Erfolges des Shopfloor-Managements liegt in der Kommunikation und der Zusammenarbeit im Team. Und zwar am Ort des Geschehens, dem sogenannten Gemba. Aber der Reihe nach. Ich gehe jetzt in diesem Video auf die Fragen ein, was ist eigentlich ein Shopfloor-Meeting? Welche Regeln sollte man dazu eigentlich beachten? Wo sollte das Shopfloor-Meeting stattfinden? Und wann sollte ein solches Meeting eigentlich abhalten? Und am Ende des Videos habe ich noch einen Bonustipp für Sie für den Tagesstart im Büro. Was ist ein Shopfloor-Meeting und wer nimmt daran teil? Idealerweise treffen sich alle Mitarbeiter des entsprechenden Prozesses, um sich über operative Themen zu diesem Prozess auszutauschen. Jetzt sind aber oft organisatorische Teams und die entsprechenden Prozessmitarbeiter nicht deckungsgleich. Also oft unterschiedliche Personen. Und genau deshalb sollten Sie mal Ihre Aufbauorganisation überdenken. Wer ein kritisches Video zum Thema Aufbauorganisation sehen möchte, für den habe ich hier eine Videoempfehlung. Schauen Sie mal rein, wie man Prozessorganisation und Aufbauorganisation übereinander bekommt. Aber jetzt gehen wir mal davon aus, dass die Mitarbeiter des Prozesses zum Beispiel einer Fertigungslinie und das organisatorische Team die gleichen Personen sind. Dazu sollte auf jeden Fall noch die Vorarbeiter der Linie oder die Betriebsmeister dem Meeting angehören. In typischen Handwerksbetrieben, wie zum Beispiel Dachdeckereien, sind das dann die Kolonnenführer und die Montagemitarbeiter sowie eben der Chef, der Inhaber, wenn es eben ein kleineres Unternehmen ist. Ab einer gewissen Größe klappt es mit dem Chef natürlich nicht, dass er in jedem Meeting daran teilnimmt, aber ab und zu sollte er schon mal mit dabei sein, um auch den Kontakt wirklich zur Mannschaft nicht zu verlieren. In einem Shopfloor-Meeting wird kurz der anstehende Tag besprochen und eine kurze Rückschau anhand der Kennzahlen an der Shopfloor-Tafel vorgenommen. Und damit auch unmittelbar klar, dass es hier nicht um eine klassische Besprechung in einem Besprechungsraum mit Keksen und Kaffee handelt, sondern eben direkt vor der Shopfloor-Tafel im Stehen durchgeführt wird. Die Moderation der Besprechung sollte täglich reihum ein anderes Mitglied der Besprechung wirklich durchführen, damit es eben nicht diesen Kino-Effekt gibt. Damit vermeidet man diese Frontalbeschallung des Teams durch den Chef und den berühmten Kino-Effekt eben, dass sich jeder nur zurücklehnt und einfach mal so ein bisschen berieseln lässt, was in der Holze gesagt wird. Also so ist jeder mal dran, jeder kann sich auch mal präsentieren, jeder steht auch mal im Rampenlicht. Das ist eigentlich auch eine schöne Sache, um Mitarbeiter wirklich zu aktivieren. Und anhand der tagesaktuellen Daten auf dem Shopfloorboard werden dann die folgenden Themen behandelt. Erstens, sind genügend Mitarbeiter anwesend, um alle Arbeitsstationen zu besetzen oder fehlen aufgrund von geplanter Abwesenheit wie einem Urlaub oder auch ungeplanter Abwesenheit wie einer Krankheit einfach Mitarbeiter, sodass der Tag absehbar schon stressig wird. Ist letzteres der Fall, muss zusammen als Team überlegt und organisiert werden, wie man eben den Tag trotz fehlender Kollegen gestemmt bekommt. Also kann man vielleicht noch einen Termin verschieben mit dem Kunden, dass es dann nicht ganz so zeitkritisch vielleicht war, oder gibt es einfach Dinge, die unbedingt gemacht werden müssen? Können vielleicht Kollegen aus anderen Linien oder aus anderen Montagetrupps uns aushelfen? Das kann man also entsprechend alles besprechen. Und die Infos zur Anwesenheit bekommt man eben über die entsprechende Grafik auf dem Shopfloorboard. Das war eben das Thema im letzten Video zur Visualisierung. Falls es nicht mehr ganz präsent ist, springen Sie doch mal in der Playlist ein Video zurück. Da haben wir es entsprechend tiefer mal besprochen. Das zweite Thema ist grundsätzlich die Arbeitssicherheit. Gab es Vorkommnisse oder beinahe Unfälle, über die man sprechen muss? Auch diese Info entnehmen Sie direkt der Grafik von der Shopfloor-Tafel. Die wird also entsprechend aufbereitet eben. Ich habe Ihnen das gezeigt gehabt mit diesem Kreuz drin, was eben im besten Fall komplett grün ist, aber vielleicht auch gelbe und rote Punkte hat. Da muss man eben drüber sprechen. Und das dritte Thema sind die Aufträge des Tages. Was steht heute an? Auf was sollten wir achten? Ist alles vorbereitet? Stehen die Termine? Ist das notwendige Material verfügbar? Schaffen wir voraussichtlich das Pensum? Etwaige absehbare Probleme sind kurz festzuhalten und der Vorgesetzte, also der Vorarbeiter, Meister oder Linienführer, bekommt die Themen zur Klärung direkt ausgehändigt, damit er eben auch mit seinem Vorgesetzten darüber sprechen kann. Man versucht also wirklich am Beginn des Tages schon abzuschätzen, wie der Tag laufen wird und sich abzustimmen, eben wie man das eben hinbekommt. Das vierte Thema, wer braucht Hilfe, weil absehbare Aufgaben zu viel, zu schwierig oder sonst drohende Probleme aufkommen.
hier ist wirklich Offenheit gefragt, denn wer sich nicht meldet, dem kann man auch nicht helfen. Ja? Also man kann nur jemandem helfen, der sagt, hey, ich brauche heute Hilfe, weil irgendwelche Tätigkeiten anstehen, die ich vielleicht noch nie so gemacht habe. Oder eine positive Unternehmenskultur entsteht eben dadurch, dass bereits den Auszubildenden offen damit umgegangen wird, was beim heutigen Aufgabenpensum auch Teil der Ausbildung eben ist, um neue Fertigkeiten zu erlernen. Es kann also gut sein, wenn wir sagen, pass auf, wir machen heute was Neues, hast noch nie gemacht, probierst es aus, ich bin mit dabei, ich helfe mir dabei, aber du machst es heute. Ebenso kann auch ein altgedienter Geselle eben von Jüngeren den Umgang mit dem neuen Tablet, dem Notebook etc. eben erlernen, vertiefen und festigen. Also das ist ein gegenseitiges, wechselseitiges Lernen eben und sich unterstützen. Und es geht eben da nicht darum eben, der kann das ja nicht, sondern wirklich um echte gegenseitige Unterstützung und Weiterbildung im und durch das Team eben selbst. Fünftes Thema, wo stehen wir in den Kennzahlen? Anhand der Ergebnis- und Prozesskennzahlen am Shopfloorboard wird kurz besprochen, wo man eben wirklich steht. Beispiele sind jetzt je nach Betrieb natürlich individuell, aber sind zum Beispiel zu lange Rüstzeiten, hoher Ausschuss, zu lange Fahrtwege, fehlende Termintreue, Nacharbeiten, ungünstige Dispositionen, Probleme mit dem Büro und der Verwaltung etc. Das sind alles denkbare Themen eben, die zu Schwierigkeiten eben im Prozess führen. Aber die Themen sind nicht willkürlich, sondern eben systematisch anhand der Daten auf der Shopfloor-Tafel eben zu besprechen. Da gibt es also entsprechende Grafiken drauf, wo man eben sehen kann, okay, da liegen wir eben gut in der Toleranz drin, das passt, grüner Haken dran, alles okay. Oder da haben wir einfach den Sollwert wirklich gerissen halt, wir kriegen es nicht hin aus irgendwelchen Gründen, es dauert zu lange, müssen wir dran arbeiten. Und die sich aufkommenden Probleme sind ebenfalls kurz zu notieren und wenn sie sich häufen, in einem vorbereiteten Themenspeicher zum Beispiel einer einfachen Strichliste wirklich einzutragen. Also wenn jedes Mal Material zum Beispiel fehlt und die Linie warten muss, bis das Material angeliefert wird, dann würde ich das einfach in der einfachen Strichliste reinbringen, damit man mal sieht, eben an welchen Themen man wirklich in der Zukunft echt arbeiten muss. Und das sechste Thema ist dann eben genau die kontinuierliche Verbesserung. An welchem einen Problem von dieser Strichliste wollen wir denn wirklich arbeiten, um es dauerhaft, ja, und das ist der Anspruch, dauerhaft abzustellen. Dieses Thema kommt dann eben auch auf die Shopfloor-Tafel im Bereich KVP, also kontinuierlicher Verbesserungsprozess. Eine solche Besprechung vor der Shopfloor-Tafel dauert eben dann maximal 15 Minuten und jeder sollte das wirklich jeden Morgen eben vor dem Start in den Tag durchgeführt werden. Dass man da wirklich sich am Morgen trifft, das kurz durchgeht und dann können wir eben gut gemeinsam in den Tag starten und alle haben den gleichen Wissensstand. Und hier gibt es dann das typische Problem, dass die Büromitarbeiter eben oft keinen festen Arbeitsbeginn haben, sondern so nach und nach eintrudeln. Das ist natürlich jetzt kein Grund, keinen Tagesstart als Shopfloor-Meeting durchzuführen. Lösungen sind hier zum Beispiel ein fester Termin morgens um 9. Da dürften dann ja auch wirklich dann alle da sein und die Teilnahme via Videokonferenz aus dem Homeoffice sollte eigentlich auch möglich sein. Also bei uns, in meinem eigenen Unternehmen, haben wir hier einen festen Zeitpunkt um 8.30 Uhr reserviert und das funktioniert eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Das passt eigentlich. Und auch gewerbliche Mitarbeiter, die direkt von zu Hause zum Kunden fahren, können zum Beispiel via Videokonferenz an der Morgenbesprechung eben auch dran teilnehmen. Das kann man einrichten. Das funktioniert eigentlich wirklich recht gut. Nutzen Sie eigentlich schon selbst Besprechungen zum Tagesstart und wie ist denn Ihre Erfahrung damit? Schreiben Sie mir doch mal Ihre Erfahrungen in die Kommentare. Ich bin wirklich sehr gespannt drauf. Also sagen Sie, ja, das ist bloß bla bla und vergeudete Zeit oder nö, das hilft uns wirklich, dass wir besser den Tag starten. Da bin ich echt drauf gespannt, wie es eben in Ihrem Unternehmen so gelebt wird. Vielleicht haben Sie ja ein paar Anregungen auch mit für mich. Und einen Bonustipp fürs Shopfloor-Besprechungen im Büroumfeld habe ich Ihnen ja noch versprochen gehabt. Aber erstmal gebe ich Ihnen noch einen Ausblick eben auf das nächste Video zum Thema Shopfloor-Management. Dort wird es eben um das Thema kontinuierliche Verbesserung gehen, den KVP-Prozess. Also abonnieren Sie jetzt den Kanal, damit Sie dieses Video eben nicht verpassen. Wir werden es dann entsprechend veröffentlichen. Und jetzt zum Bonustipp. Fragen Sie doch von jedem Mitarbeiter und damit auch von sich selbst ab, was heute die drei wichtigsten Aufgaben sind, die erledigt werden müssen. Lassen Sie diese drei wichtigsten Aufgaben am Vortag, am Arbeitsende eben auf den kleinen Zettel notieren und heften Sie den eben an Ihre Shopfloor-Tafel. Dann können Sie eben am nächsten Tag darüber sprechen, was ansteht und am Folgetag können Sie überprüfen, ob das geschafft worden ist, was sich jeder vorgenommen hat. Und diese Methode mit den drei wichtigsten Aufgaben ist unschlagbar effektiv. Hört sich jetzt banal an, aber das ist wirklich der absolute Brüller im Thema Selbstorganisation. Und Sie bekommen schlagartig ein enormes Pensum abgearbeitet
weil man eben sich nicht mehr im Klein-Klein verzettelt. Also wirklich nur die drei wichtigsten und dann kann man den restlichen Tag eben auffüllen mit eben den allen anfälligen und reinkommenden Aufgaben. Die drei wichtigsten aber sind erledigt. Und wir sehen uns im nächsten Video zum Thema kontinuierliche Verbesserung. Herzlichst, Ihr Axel Schröder.